Ja, womit wir im Schlusskapitel unserer Podiumsdiskussion angelangt sind, über die Zukunft wollte ich gerne sprechen. Und ich sitze hier mit drei Menschen, sehen, urteilen, handeln, mit einem großen Lebensmotto, mit einem großen Lebenswerk. Wann eigentlich hört man auf? Wann legt man die Hände in den Schoß? Sie haben mal zu mir gesagt, für mich gilt das Motto Engagement ein Leben lang. Ich höre erst auf, wenn ich tot bin, denn ausruhen kann ich mich dann. Das finde ich auch. Dafür ist das Jenseits ja da, dass man sich dort ausruht. Also die ganze Diskussion, ja was denn sonst? Die ganze Diskussion über die Alterszeit und die Begrenzung 65 oder 67 ist eine typisch deutsche, ziemlich alberne Diskussion. Wer will, soll, wer aber nicht will, soll, solange er kann und Lust hat und es ihm Spaß macht, arbeiten dürfen und auch dafür entsprechend belohnt werden. Auch dazu würde ich jetzt gerne Pater Friedhelm Hengsbach hören und dann zum Schluss möchte ich gerne, dass Sie das letzte Wort haben, Herr Pawlowski. Was meine persönlichen Lernprozesse angeht, im Alter möchte ich anknüpfen an dieses Wort, das Herz aller Dinge von Herrn Pawlowski. Ich habe, und Sie haben alle irgendwo eben gesagt, aus welchen Ursprungen, aus welchen Wurzeln, kirchlich, katholisch, bis aufs Skelett Sie und wir kommen. Ich merke oder ich erfahre oder lerne jetzt immer mehr, dass der Bezugspunkt unseres Glaubens einfach nicht die konfessionell abgegrenzte Kirche ist. Denn das ist nicht die Kirche Jesu Christi. Jedes Mal, wenn eine Spaltung... Die katholische Kirche gibt es ja auch erst seit der Reformation, so als römisch-katholische Kirche. Jede Spaltung lässt das, was übrig bleibt, etwas verloren gehen. Und das ist gleichsam der Verlust, Volk Gottes zu sein und Kirche Jesu Christi zu sein, bei all diesen Abspaltungen und konfessionellen Grenzen. Das heißt, der Bezugspunkt unseres Glaubens ist nicht eine Kirche, das hat sogar die katholische Kirche in dem Ökumene-Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils eingesehen. Ökumenische Bewegung heißt nicht Heimkehr unter das Dach der katholischen Kirche, sondern die katholische Kirche selbst ist Bestandteil der ökumenischen Bewegung, deren Ziel Christus ist. Ich würde sagen, der Bezugspunkt der Kirchen oder des Glaubens ist das Reich Gottes. Dein Reich komme, beten wir fast täglich, wenn wir das Vaterunser beten. Das Reich Gottes, das ist der Bezugspunkt unseres Glaubens und der ist weiter als das, was die Kirchen uns anbieten können. Ich sage das gern, die 6K der Kirche, die müssen verschwinden oder durchlöchert werden. Eine Kirche, die gleichsam nach kapitalistischen Regeln auch ihre eigenen Institutionen, Caritas, Diakonie und so weiter aufbaut, mit denselben Regeln, wie das die Unternehmen machen und der öffentliche Dienst. Zweitens, eine Körperschaftskirche, die praktisch staatsnah ist und sich gleichsam den Schulterschluss mit den wirtschaftlichen, politischen, vor allen Dingen politischen Eliten sucht. Eine Kirche, die Klassenkirche ist, bürgerliche Klasse, die ist überwiegend vertreten in der Kirche. Ein Großteil der anderen Menschen, der anderen Klassen sind ja schon längst draußen, sodass also die Eucharistiefeier im Grunde eine eucharistische Illusion auch ist. Ist nicht die Gesamtheit, die Einheit. Das war jetzt drittens, viertens. Eine Kathedralkirche, das ist die augenblickliche Tendenz, sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche, größere Einheiten, so sagen die Unternehmensberater, größere Einheiten, Konzentration, Fusion und damit immer größere Distanz derjenigen, die sich hauptamtlich in der Kirche engagieren, zu den Mitgliedern der Gemeinde. Das heißt, die Kathedrale, der Bischof, der Ort des Bischofs, ist das erste Subjekt des Glaubens. Und das ist genau die Perversion der Nachfolge Jesu. Das erste Subjekt, des Glaubens sind diejenigen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, das heißt also die Gemeinde vor Ort. Und als vorletztes die Kultkirche. Die Tendenz in der katholischen Kirche, das Kerngeschäft, das sagen die Unternehmensberater natürlich, das Kerngeschäft ist die Gesellschaft, also das ist die Funktion, die die Kirche in einer zivilen Gesellschaft hat, Transzendenz,
bei Trauergottesdiensten sofort also für Stimmung zu sorgen, vor allen Dingen die Stabilität der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Und sie haben das natürlich bei Naturreligionen abgeguckt oder bei exotischen Religionen und haben längst vergessen, dass also die jüdisch-christliche Tradition eine geschichtliche Tradition ist, angefangen mit dem Exodus, mit dem Auszug aus Ägypten, der Befreiungstat und der Jesusbewegung. Das spielt bei diesen Überlegungen der Sozialwissenschaftler, der Soziologen, die in Kirchen beraten, wie sie also sich reformieren, gar keine Rolle. Das heißt, die Kirchen vergessen selbst ihren eigenen Ursprung aus der Befreiung heraus. Und das Letzte ist die Klerikerkirche. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt nach den Skandalen in Berlin und anderswo nicht mehr lange reden. Diese Zusammenballung, dieses Gemisch oder wie sagt man das, Amalgam, ich würde sagen der Sumpf aus verquerter Sexualität, überhaupt nicht aufgearbeiteter und verarbeiteter Sexualität, Frauenfeindlichkeit, absoluter Männerhierarchie und auch Ausübung von männlicher Gewalt. Damit eine zölibatäre Lebensform, das ist noch so ein Nebeneffekt, aber vor allen Dingen diese absolute Monarchie einer Männerherrschaft. Im Verbund jetzt also auch mit Pädagogen und allem Möglichen, meine ich, ist das, was also nicht die Kirche, auf keinen Fall die Kirche Jesu Christi ist. Und darüber muss, denke ich mal, im Hinblick auf das Reich Gottes, lasst uns den Weg der Gerechtigkeit gehen, dein Reich komme. Das wäre was für den ökumenischen Kirchentag, was mir also als ungeheure, fast Wut im Bauch, aber jedenfalls als Engagement für die nächsten Monate im Auge ist. Also.